Ja, jetzt sind wir in dem Land, wo wir rundherum den Horizont sehen. Auf dieser endlosen Strecke gibt es nicht viel zu sehen. Aber das gelbe Gras wollen wir doch schon mal fotografieren. Und da muss die Frau Meier auf der anderen Seite des Horizontes warten. Schaut euch einmal diesen Horizont an. Tiefer kommend ins Tal sehen wir doch eine schöne Flora auf beiden Seiten der Straße. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Teil, durch den die Straße fährt, auch zu einem Naturschutzpark erklärt wird. Wie auf der Ebene, wo man von Horizont zu Horizont schauen kann. Kein Baum, kein Strauch. Das ist das typische Outback von North Queensland. Und dann kommen wir zu dem Bauer, dem das alles gehört. Und hier hat er wenigstens noch einige Bäume gepflanzt. Auf unserer Fahrt von Elliot nach Mount Isa, 620 Kilometer, haben wir einiges gesehen im Film vorher. Und dann waren wir zum Schluss auf dem Restplatz, also auf dem Rastplatz mit dem Namen Avon Downs. Und da gab es sogar eine Polizeistation, die passten auf uns auf. Also es war nach der langen Fahrt wirklich eine kleine Erholung. Und einige andere hatten den gleichen Spaß. Es gibt hier zwei Toiletten und dort kann man Wasser holen. Da der Wind kräftig bläst, hält er uns auch die Fliegen weg. Morgen geht's dann weiter nach Mount Isa. Es wird das Abendessen gemacht, Bratkartoffeln und ein Gurkensalat. Good night, folks. An dem Avon Down Rastplatz gibt es eine clevere Einrichtung. Man kann hier Kaffee sich holen, der nichts kostet. Man bringt dadurch die Leute zum Stehen, zum Ausruhen und dann fallen sie beim Fahren nicht mehr in Schlaf. Und hier sehen wir den Avon Downs Rastplatz in seiner vollen Größe. Ein ausgedehnter Rastplatz, wo man 24 Stunden bleiben darf, also übernachten, mit Wasser und sogar einer Toilette. Kostet nichts. Und man hat hier auch noch für eine Museumsatmosphäre gesorgt. Ja, und dann kamen wir nach Queensland. Und zu unserem Erstaunen stellten wir fest, dass das damals krumm da hängende Schild jetzt plötzlich neu errichtet worden ist. Ja, war das verschöpft? Das war hier. Aha, da ist ja. Und dort hinten, hatte ich damals gesagt, wird uns erzählt, wie schnell wir fahren dürfen. In diesem goldenen Camoville hatten wir im vorigen Jahr übernachtet. Und abends gingen wir hier ins Pub, um etwas zu genießen. Dort ist der Supermarkt. Und hinten dran geht's in den Campingplatz. 100 Kilometer vor Mount Isa mussten wir eine Pause einlegen, um das schwimmende Moos zu fotografieren. Ich konnte keinen anderen Ausdruck dafür finden, aber es hat uns fasziniert. Beim Herunterfahren von der Straße hatte die Frau Meier Angst, das Auto würde umkippen. Und von ganz nahe betrachtet sieht das schwebende Moos so aus. Es ist natürlich kein Moos, aber ich weiß keinen besseren Namen. Die Hügel zeigen uns, dass wir jetzt schon in der Nähe von Mount Isa sind. Wir nähern uns langsam der Grubenstadt Mount Isa. Und das erkennen wir daran,
dass es immer mehr Hügel gibt. Dann kamen wir in die Grubenstadt Mount Isa, die ihr schon von unserem letzten Film her kennt. Daher wollen wir euch damit nicht noch mehr belasten. Aber ihr sollt wissen, dass wir dort einen Campingplatz hatten mit einem eigenen Badezimmer. Das Grüne dort. Nicht nur ein Zelt, sondern so wie man sich tatsächlich zu Hause fühlt. Und dann ging es weiter über die Barkley Ranges. Und wie ihr wisst, haben diese uns beim letzten Mal besonders gut gefallen. Also kommt diesmal mit uns. Wir sind jetzt in den Barkley Ranges, von denen wir im letzten Jahr schon so geschwärmt haben. Wir sind weiterhin die Barkley Ranges am Genießen. Was haltet ihr von dieser Landschaft, wenn ihr aus den Fenstern herausschaut? Ihr seid alle so ruhig. Ich nehme an, dass ihr von der Szenerie fasziniert seid. Nicht eine tolle Straße. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Teil des Barkley Highways wohl die schönste Strecke ist über die 750 Kilometer, die er über das Tafelland und die Ranges führt. Und das ist Grund genug, den Film weiterlaufen zu lassen. Also bleiben wir noch ein bisschen auf der Straße. Wir bewundern diese Szenerie umso mehr, als wir vorher schon die Hunderte oder man kann sagen Tausende von Kilometern gefahren sind, die öde waren. Also freuen wir uns jetzt, dass rechts und links eine wunderbare Natur vorherrscht und dann auch die schönen roten Hügel. Ich glaube, das ist sogar noch schöner als vor dem Uluru. Und wenn man hier genauer auf den Berg schaut, könnte man ihn mit dem Split Rock von den Warrambungas vergleichen. Übrigens sind die Straßen sehr gut. Auch die Brücken, die neu gemacht sind. Und das ist einfach das Resultat der Tatsache, dass heutzutage die Straßen mit Maschinen angefertigt werden. Man braucht eben einen Stopp, um noch einmal die Schönheit der Landschaft zu genießen. Das dort sind die zwei Kavenzmänner, die wir schon von Weitem gesehen haben. Dieser und der dort. Conclery liegt bereits wieder in der Ebene. Aber sie haben einen dicken Berg hier. Toll, was? Julia Creek hat eine besondere Attraktion. I like it. Yes, it seems to be a fireman. Diese ganze Gegend hier um Winton und um Richmond ist bekannt dafür, dass früher hier riesen Dinosauriers gelebt haben. Man hat die Skelette eben gefunden. Inzwischen
ist es allgemein bekannt, dass Krokodile nur Frauen fressen. Bei Richmond haben wir dann endlich einmal einen Zug gesehen auf der sonst leeren Gleisanlage. Hier sind wir auf dem Campingplatz von Juhenden. Und nach der Abfahrt gehen wir bei dem Metzger, der die preisgekrönten Würstchen verkauft. Ich glaube, er hat sich selbst preisgekrönt. Heute haben wir schon zweimal einen Zug gesehen auf dem sonst leeren Gleis. Und das macht uns so Spaß, dass wir eine Zeit lang mit ihm parallel dahin fahren. Und wieder eine Besonderheit. Wir fahren durch den White Mountain National Park. Wunderschöne Pflanzenwelt rechts und links. Und der liebe Meier hat sich da mit Blumen eingedeckt. Hier ist so schön. Man muss einfach ein Stückchen in den Park hineinfahren. Gleich hinter Charter Towers gibt es einen Fluss, einen großen, der noch Wasser trägt. Krokodil infestet. Frau Meier bleibt im Auto sitzen. Und unter der Brücke sieht man den Unrat, der vom hochgehenden Wasser herbeigeschleppt wird. An den Bäumen kann man schon sehen, dass es hier oft wild hergeht. Gosh, hier hat die Zivilisation nicht viel zu sagen. Und jetzt hat sich der liebe Hans schon ziemlich dicht an die Krokodile herangewagt. Hier stecken die Biester drin. Das ist Krokodil-Territory. Oh, also schwimmen sollte man hier ganz bestimmt nicht gehen. Also, hat das Krokodil hier ein Feuer gemacht, um sein Fleisch zuzubereiten? Oder umgekehrt? Ein tolles Gewässer. Krokodile kennen sich in 40 cm tiefem Wasser verstecken und plötzlich angreifen. Also vorsichtig, lieber Hans. Umdrehen und abhauen, wenn's soweit ist. Es ist nicht zu glauben. Dort schaut ein Krokodil aus dem Wasser. Und während dem Cinematographer bei der Betrachtung das Gruseln kommt, schwimmen die kleinen Enten unbekümmert um das Biest herum. So, jetzt komme ich mir endlich vor, als wäre ich in Westaustralien. Und das noch lausige 120 Kilometer von Townsville. Hier hat sich ein Krokodil ein Bett auf dem Baum zurechtgemacht. Meine Güte, was eine Wildnis. Jetzt muss ich meinen Weg zurück machen an den Campervan. Sonst ruft die Frau Meier noch den Notdienst zu Hilfe. Jetzt schaue sich mal einer an, was das Wasser fertig bringt. Nun, das Exploration des Charter Rivers, wir wollen später kontrollieren, ob der Name stimmt, hat stattgefunden. Und jetzt werden wir weiterfahren nach Townsville. Aber vor lauter River dürfen wir nicht die schöne Konstruktion dieser Brücke vergessen. Die Frau Meier wartet dort oben immer noch. Außer Krokodilen gibt es hier noch diese tolle alte Fachwerkbrücke, verrostet, die unbedingt geknipst werden muss. Tolles Ingenieurwerk.
Wenn man ein paar Jahre nicht in Townsville war und kommt hierher wieder, dann findet man sich nicht mehr zurecht. Fürchterliche Entwicklung ist im Gange. Und wir haben uns jetzt schon dreimal verfahren. Und früher war das doch alles so einfach. Ich muss also sagen, dass die Hafengegend die einzige ist, in der ich mich noch so zurechtfinde. Alles andere ist verbaut und umgebaut. Und diese Sprenzpfeffer hier fahren jetzt im Moment auf die Magnetic Island. Der damals neue Segelhafen ist jetzt besser belegt, aber immer noch nicht voll. Zur Ablenkwechselung werden wir jetzt auf den Castle Hill fahren. Und nun wollen wir noch, bevor wir auf den Castle Hill gehen, an der Esplanade entlang fahren. Und die startet mit dem bekannten Swimmingpool. Frau Meier ist mit Uschi am Telefonieren. Früher war die Esplanade eine kleine gerade Straße an der Beach entlang. Heute wird überall vorgebaut in das Wasser hinein. Und da kommen Entertainment Centers drauf. Wie dieses zum Beispiel. Also wenn man hier nicht für ein Schwimmchen geht, ist man ein Idiot. Honse, yes. Der Castle Hill ist natürlich ein beliebter Aussichtspunkt. Es gibt eine Menge Leute, die wandern hier herauf und wieder hinunter. Dort drüben ist die Magnetic Island. Und das ist das Esplanada Hotel, wo ich vor einigen Jahren übernachtet, damals als der Schiffsbelader hier gebaut wurde. Ja, und vom Parkplatz aus kann man auf beiden Seiten noch ein bisschen höher steigen. Ein guter Blick auf die Hafenanlage lässt sich von hier oben aufnehmen. Und da interessiert uns natürlich am meisten der Segelhafen. An die Bergwelt der östlichen Seite kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber sie muss damals auch schon hier gestanden haben. Denn so schnell wachsen die Berge ja nicht. Der Parkplatz ist wirklich schön angelegt. Aber die Aussichten sind natürlich noch besser. Ist doch nichts zum Kratzen, oder nicht? Diese kurzen Flüsse entlang der Küste, die sich etwa so an die 2-3 Kilometer ins Land erstrecken, sind die beliebten Heimstätte der Krokodilen. Sie sind natürlich alle von den Gezeiten abhängig, die hier 3 bis 3,5 Meter Unterschied haben können. Und sie verzweigen sich weit in die Mangroven hinein. In diese Mangrovenwildnis traut sich kein Mensch mehr herein. Heute Morgen fotografieren wir den kurzen Fluss hier, den wir gestern schon gesehen haben, wegen des interessanten Lichtes im Sonnenschein. Eine Abwechslung am Meeresstrand. Das Meer bzw. seine Wellen haben eine kleine Sanddüne aufgeworfen und dahinter sammelt sich das Wasser an, teilweise salzig und teilweise süß oder frisch. In anderen Worten, Brackwasser. Aber das bisschen Vegetation darum sieht interessant aus.
Man freut sich über jedes bisschen Grün, wenn man an einem sonst kahlen Strand vorbeigeht. Da kommt ein Untier aus dem Wasser. Die Strandhäuser von Tulbara. Es ist anzunehmen, dass das eben die Ferienhäuser der reichen Leute sind. Auch hier gibt es eine dieser kurzen Rivers, die sich gelegentlich dann eine Bahn durch die Sanddünen ins Meer suchen. Und dann wird das Wasser erneuert. Aber bis das passiert, haben die Krokodile hier drin ihre Heimat. Und hier sehen wir das, was gerade kommentiert worden ist. Das ist der Kanal für den Wasseraustausch. Und es sieht so aus, als würde der bei jeder Flut passieren. Und bei näherer Betrachtung sehen wir, dass auch die Krokodilheimat der Flut unterworfen ist. Und hier haben wir wieder das Explorer-System, das Eroberer-Problem. Man will wissen, was hinter der Ecke ist. Und dann haben wir herausgefunden, dass dahinter eine weitere Ecke ist. Vor einer Stunde ist hier an unserer Lagune das Wasser nach außen gelaufen. Und jetzt, bei hochgehender Flut, ist der Fluss reversed. Er geht in die Lagune. Vielleicht freuen sich die Krokodile darüber. Wenn man mit offenen Augen durch die Schönheiten der Natur geht, findet man immer etwas Interessantes. Hier sind es die verhutzelten Bäume an dem Flussrand, etwa so 60 Kilometer nördlich auf Townsville. Und da gibt es herrliche Aussichtspunkte und ein schöner kleiner Bach namens Crystal Creek. Man kann drin schwimmen. Es ist diese Brücke, für die jeder herunterkommt, um einen Schuss davon zu nehmen. Und etwas weiter unterhalb ist dann der Swimmingpool. Es ist aber wirklich eine schöne Stelle, Mann. Mein Gott. Also, ist schon wert, hierher zu kommen. Kein Mensch ist hier am Schwimmen. Ich denke, das Wasser ist ein bisschen kalt. Das wäre natürlich was anderes im Hochsommer. Und das ist er, der Schuss, für den jeder herkommt. Und flussabwärts zeigt uns der Crystal Creek, also Crystal Bach, wozu er in der Lage ist. Er schmeißt die Brocken so um sich herum. Diejenigen, die an dem kalten Pool nicht so interessiert sind, machen ein Bild von der Brücke von weiter unten. Und dann geht man noch ein bisschen weiter rechts und schießt noch einmal. Kamen wir noch an das Paradies-Waterhole. Jetzt müssen wir uns beeilen, denn hinter uns kommt mal wieder eine Völkerwanderung. Dieses Hole ist auch schön, ein wunderbarer natürlicher Schwimmingpool. Aber nicht gerade so schön wie der Edith Falls Pool. Da müsste man jetzt entlang schwimmen. A big jumping competition starts. All right.
Du hörst jetzt die Katz. In Nurama Falls Creek. Soll angeblich sehr schön sein. Das wird sich herausstellen. Oh, hier wird es wirklich interessant. Oh, oh. Look at that. Ja. Ja, ich nehme an, dort gibt es noch einen anderen Klo. Dann drehen wir mal auf die Oberseite des kleinen Baches. Morgen müssen wir die Jurama Falls besuchen. Und dort kann man auch in dem Pool darunter schwimmen. Aber im Moment sind wir noch in der Camping-Area von den Jurama Falls. Und die sind ja so goldig und klein. Oh, wir haben unseren Heidenspaß. Schaut mal an, was ein schöner Abendtisch wir haben. Och, und der liebe Hans hat schon einen im Tee. Das stimmt nicht. Zwei oder drei sogar. Die Frau Meier ist auch nicht mehr ganz nüchtern. Und nebendran war das schöne Gras. Aber da war auch Unkraut. Und das hat der liebe Hans ein bisschen gelichtet. Die Wanderung an die Jurama Falls folgte dann am nächsten Tag über den sogenannten Kettenweg. Das hat die Naturschutzbehörde dazu angeordnet, damit man nicht in den Bach hineingeschwemmt wird. Die Wasserfälle kommen in mehreren Kaskaden herunter. Das sieht wunderbar aus. Und jede Kaskade hat ihr eigenes Swimmingpool darunter. Das war impressiv. Und der Hans konnte es nicht lassen, eines davon zu benutzen. Und das unterste davon hat er für diesen Zweck ausgesucht. Beim Herumfahren in dieser Gegend hatten wir ganz vergessen, dass wir im Land des Zuckerrohres sind. Sugarcane, sagen Sie. Hier sehen wir ein Feld, wo das Zuckerrohr schon hochgewachsen ist. Und auf der anderen Seite sehen wir sogar, wie es blüht. Tropische Vegetation. In Cardwell. Dicht an der Beach. In dem Baum haben die jungen Affen bestimmt einen Heidenspaß. Es ist nicht so ganz ungefährlich, hier an der Beach entlang zu wandern, in Cardwell. Und gegenüber dieser Beach sehen wir die Silhouette von Hinchingbrook Island. Hängt teilweise in den Wolken. Das ist die Werft in Cardwell, von der wir später eine Reise an die Hinchingbrook unternehmen werden. Aber diese fantastische Insel mit den vielen Mangrovenwäldern muss noch auf unseren Besuch warten, bis wir zurückkehren von unserem Trip an das Cape Tripulation. Und die Ereignisse bis dorthin werden wir in den folgenden Filmen sehen.